Ja, jetzt sind wir schon ganz fürchterlich aus der Zeit. Und ich wollte eigentlich sagen, mein Gott, wie schnell diese Zeit heute vergangen ist. Aber ich glaube, ich hoffe, dass es Ihnen genauso gegangen wie mir, dass es extrem kurzweilig war heute und wir eigentlich noch gar nicht realisieren können, dass es schon 19 Uhr ist. Kann das sein? Genau, noch 10 vor. Haben wir noch ein paar Minuten? Ja, wir haben ja sonst immer so eine Word Cloud hier gezeigt, um die wichtigsten Begriffe mal zu zeigen. Wir haben diesmal gesagt, wir greifen mal zurück auf künstliche Intelligenz und haben keine Kosten und Mühe gescheut, ein neuronales Netzwerk aufzusetzen, das über sämtliche Beiträge des heutigen Tages gelegt wurde, über alle Sessions und auch die verschriftlichten Beiträge, die im Vorfeld entstanden sind, und haben das alles miteinander verknüpft. Und das war der DKE Innovation Campus 2019 in einer komprimierten Form. Das können Sie natürlich jetzt so schnell unmöglich auflösen, ich auch nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen mal ganz schnell die Fokusthemen durch, um einfach nochmal den Tag kurz zu reflektieren, bevor wir ihn dann ausklingen lassen. Das erste Fokusthema: erneuerbare Energie. Herr Nollau knickt mal da drauf und dann sieht man, was da alles zusammenkommt. Erneuerbare Energie ist der wichtigste Beitrag zur Energiewende. Wir brauchen eine intelligente Integration in den Netzen, das war ein zentrales Thema. Wir hatten heute Morgen einen Vortrag von dem Herrn Hecker im Block Normen zur IEC 61850, der uns, glaube ich, sehr schön gezeigt hat, was das heißt, intelligente Integration in den Energienetzen. Wir haben das Thema, Fokusthema Energieversorgung, da sind die smarten Netze eine ganz wichtiger Aspekt, das intelligente Stromnetz. Und wo ist er, der Herr Stadler? Da ist er, Entschuldigung, mit Ihren Microgrids. Ich hatte es vorhin ja schon gesagt, haben Sie da sicherlich ein Stück fasziniert mit dem Ansatz Microgrids für alle oder Microgrid to go, um es ein bisschen salopp zu sagen. Das war schon toll. Warum soll das, ja, Hunderttausende kosten, so ein Netz zu designen? Man kann es ja mal wirklich versuchen, ganz einfach zu machen. Wir brauchen Standards, wir brauchen einen regulatorischen Rahmen, der aber bitte nicht beschränkt oder nicht verhindert, sondern unterstützt, dass umgesetzt wird. Und auch in dem gleichen Kontext hat der Dr. Lehnhoff sehr schön gezeigt, wie künstliche Intelligenz für resilientere Netze sorgen kann, weil einfach die Erkenntnis, glaube ich, immer mehr greift, die absolute Sicherheit kann es und wird es nicht geben. Wir laufen eigentlich immer nur hinter dem Angreifer her. Wie hat er so schön gesagt, assume your system to be always compromised, und dann macht die richtigen Dinge, dass es trotzdem noch irgendwie funktioniert oder schnell wieder ans Laufen kommt, wenn es denn passiert. Anderes Fokusthema, Sektorenkopplung, die Kopplung von Strom, Wärme, Mobilität war da ganz wichtig. Auto taucht hier auf natürlich. Das Ganze muss nachhaltig erfolgen und passiert auf der Basis der Digitalisierung. Und dass Digitalisierung bei allen Diskussionen über Disruption, die dadurch entsteht, dass Digitalisierung und Nachhaltigkeit kein Widerspruch ist, sondern eigentlich ganz deutlich miteinander einhergeht. Ich glaube, das hat uns heute Morgen im ersten Vortrag der Herr Land wirklich begeisternd dargestellt, welche Möglichkeiten da drin stecken. Der eine Spruch, weg vom Shareholder Value zur Social Economy, das Thema der Sinnhaftigkeit des Handelns, das Thema des Purpose. Warum machen wir das? Was ist der tiefere Sinn dahinter, der immer wichtiger wird, glaube ich auch, um wirklich Nachhaltigkeit zu erzeugen? Und ich fand das so wunderschön, dieses Beaumont. Die natürliche Dummheit sollte uns dabei nicht im Wege stehen. Ich glaube, da stimmen wir hier alle zu. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und wenn diese Dummheit auf der Straße ist, dann ist es noch viel schlimmer. Und ich denke, da müssen wir alle was für tun, dass das nicht passiert. Energiespeicher war das nächste Fokusthema, was wir hatten. Und auch dazu ist eine Menge heute passiert. Wir haben eine Menge gehört. Da ging es unter anderem auch um das Thema die Volatilität der regenerativen Energien, ja, aufzuheben oder abzupuffern. Ich meine, das ist die Diskussion vorhin hier, wir brauchen mehr Ausbau von Wind und Solar. Sage ich jetzt einfach mal, das funktioniert natürlich nur, wenn ich dafür sorge, dass die Netze auch damit umgehen können und dass ich das irgendwie auch verkrafte, wenn denn mal nachts die Sonne nicht scheint oder in einer Flaute der Wind nicht weht oder eben ganz viel Wind und Sonne gleichzeitig da ist. Dafür brauchen wir Speicher. Elektrofahrzeuge spielen dabei eine Rolle. Das taucht hier auf. Und natürlich auch der Heimspeicher. Und es wurde klar, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt für das Gelingen der Energiewende, dass wir solche
dezentralen Speicherlösungen haben, in der Session machen, wurde das unter anderem sehr schön auch adressiert. Mobilität, da wurde noch einmal, oder wird sehr klar, Normung ist essentiell. Auch da haben wir einen extrem systemischen Ansatz bei der Mobilität der Zukunft. Wir brauchen auch da Roadmapping, auch da leistet DIN-DKE große Arbeit im Thema Roadmaps für Elektromobilität, für Mobilität der Zukunft. Wir haben heute parallel hier einen Workshop gehabt zum Thema intermodale Mobilität, wo es eben darum ging, Bahn, Pkw und Energiewirtschaft zusammenbringen. Das hat sehr gut funktioniert. Letztes Fokusthema, was wir einmal hier aus diesem neuronalen erzeugten Netzwerk anklicken können, ist die Energieeffizienz. Da spielt natürlich das Thema der Verbraucher eine ganz, ganz wichtige Rolle. Auch der private Verbraucher, den wir mitnehmen müssen in der Energiewende. Ich glaube, das wurde in der Diskussion hier auch sehr deutlich und sehr klar. Auch da haben wir einen schönen Vortrag gehabt im Kontext Machen. Heute Morgen von dem Herrn Ara von Fresh Energy, der uns gezeigt hat, wie man durch intelligente Lösungen Energieeinsparung erzeugen kann im Haushalt, Disaggregation von Informationen, Verbrauchsinformationen, um eben zu wissen, wann der Kühlschrank an ist oder wie viel Energie er verbraucht, aber wie man auch auf Basis dieser Daten, wenn man sie denn mal hat, ganz neue Geschäftsmodelle und neue Ideen entwickeln kann. Das Thema Nachdenken und nicht unbedingt Vordenken immer, was da eine Möglichkeit spielt. Ja, das waren unsere Schwerpunktthemen, die hier eine Rolle spielen. Wir hatten dann die Sessions, zweimal drei Blöcke von Sessions, die sehr gut funktioniert haben, die sehr lebhaft waren, die auch extrem gut besucht waren zum Thema Normen machen und Zukunft. Bei der Norm war es eben von der Innovation zur Normung. Auch das kein Gegensatz, Innovation und Normung, sondern Innovation braucht Normung. Das wurde nochmal wieder klar, wie gehen Startups mit Normung um. Und ganz schön war, dass einer aus unserer Young Generation gerade zu einem Startup-Unternehmer geworden ist und dort auch ein bisschen berichtet hat. Beim Machen war eben ein wichtiger Punkt Interoperabilität von Schnittstellen. Das war ein wunderbares Beispiel da, wie man auf Basis von Big Data und Netztransparenz eben Informationen bekommt, um einen intelligenten Ausbau von Ladeinfrastruktur zum Beispiel zu betreiben. Also einfach die Daten nutzen, die da sind. Und bei der Zukunftssession ging es natürlich auch darum, wie entwickelt sich die Normung in der Zukunft weiter. Herr Zielke hat es, glaube ich, schön gesagt, die Normung von morgen kann nicht die Normung von heute sein. Wir müssen uns weiterentwickeln. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, ohne uns zu sehr auf die Schulter zu klopfen. Aber mit der Frankfurt-Agenda, mit dem Thema Normung 2020 sind wir auf einem vernünftigen Weg. Wir müssen auch da noch ein bisschen mehr die PS auf die Erde kriegen. Das sage ich auch durchaus selbstkritisch, aber das ist erkannt. Auch da ist kein Erkenntnisproblem, sondern letztendlich die Umsetzung, die wichtig wird. Zukunft Interoperabilität ist die Grundlage, die enge Zusammenarbeit, aber auch von der klassischen Normung, so nenne ich es mal, der konsensorientierten Normung und der eher konsortialen Normung ist ganz wichtig. Herr Reigel hat das wunderschön gezeigt. Und dass eben hier nicht der Gegensatz eine Rolle spielen sollte, sondern das Miteinander. Es kommt eben auf das Thema an, was ist der richtige Weg? Und dann müssen wir das gut und intelligent miteinander vernetzen. Ich fand das Beispiel sehr schön, was er dann am Ende gebracht hatte, für alle, die nicht dabei waren. Wenn man dann so eine Sitzung mitmacht bei einem IEC-Gremium, man gibt abends ein Abendessen aus, dann hat man um 9.30 Uhr die Rechnung mit 3 Flaschen Wein und ein paar vernünftigen Menüs. Macht man das Ganze bei einem W3C-Meeting, dann hat man um 23.30 Uhr eine Rechnung über 50 Pizza und 250 Dosen Energiebrause. Das ist der Unterschied und die arbeiten auch noch bis 2.30 Uhr dann weiter, um Ergebnis zu schaffen. Und ich glaube, das zeigt sehr deutlich, verschiedene Vorgehensweisen, beide sind wichtig und beide gehören zusammen. Das so mal als Zusammenfassung des heutigen Tages. Ich glaube, es war ein erfolgreicher Tag. Sie müssen das selber für sich bewerten. Lassen Sie es uns gerne wissen, wie Sie den Tag erlebt haben. Geben Sie gerne auch Feedback. Dankeschön.